Vielleicht hast du beobachtet, dass du die gleichen Verhaltensweisen, die gleichen Sorgen oder auch Ängste in dir erlebst, wie du es bei deinen Eltern, bei deinen Großeltern, deinen Vorfahren beobachtet hast. Und möglicherweise hast du als Kind damals dir gesagt, ich werde auf keinen Fall genau diese Verhaltensweisen an den Tag legen. Und aus diesem Grund habe ich heute dieses Video aufgenommen, um dir mit einer positiven Reihe von Affirmationen eine Möglichkeit zu bieten, wie du einen friedvollen Umgang mit dem Erbe deiner Ahnen finden kannst. Und ich habe diese Affirmationen nicht selbst erfunden, sondern ich habe sie entlehnt bei Heike Michelsen. Ich verlinke dir ihr Video, ihren YouTube-Channel unter diesem Video, weil auch sie wunderbare Arbeit leistet. Und ich möchte dir mit diesem Video auch zeigen, wie du Dinge, die du siehst, die dir gut tun, von denen du beobachtest, dass sie dir Freude machen, dass sie deine Energie stärken, gut mit der Klopfakupressur kombinieren kannst. Mit Affirmationen ist das natürlich besonders leicht und besonders einfach. Und trotzdem weiß ich, dass bei dem Thema Affirmationen und Klopfen immer wieder Fragen aufkommen und wie du mit den Fragen bzw. mit den Reaktionen auf das Klopfen der Affirmationen umgehen kannst, darüber spreche ich noch einmal kurz im Anschluss an dieses Video. Also, wir starten, indem wir einmal uns kurz ausrichten auf dem Platz, wie du das von mir kennst. Und dann werde ich mit dir gemeinsam eine ganze Reihe von Affirmationen klopfen, die in deinem Energiefeld, in deinem Informationsfeld eine ganze Menge im positiven Sinne verändern können, um das Erbe deiner Ahnen so in dir zu integrieren, dass spätestens dann, wenn auch du selbst ein Ahne sein wirst, eben deine positiven Schwingungen und Energien an die folgenden Generationen weiterwirken können. Also, wenn du so weit bist, dann trink nochmal ein Glas Wasser, mach es dir gemütlich, stelle beide Beine, beide Füße gut auf den Boden und sprich mir idealerweise jeden Satz laut nach. Welche Klopfpunkte du wählst, das überlasse ich dir. Ich werde auf dem Herzen und am Kinn klopfen und du kannst natürlich alle anderen Klopfpunkte ebenfalls verwenden. Okay, wir atmen zusammen tief ein und aus. Und dann gehen wir über den Brustkorb und richten uns zunächst einmal, wie du es von mir kennst, aus. Ich komme jetzt mit all meiner Liebe, mit all meiner Energie vollkommen bewusst in meinem Körper an. Kurz durchatmen. Und ich bin hier fest verbunden mit meinem Herzen, meiner Seele, der Quelle allen Seins oder auch der göttlichen Quelle und dem Herzen von Mutter Erde. Und so wie ich jetzt hier bin, bin und bleibe ich sicher. Atme mal tief durch. Und dann gehen wir an den Punkt deines Vertrauens und klopfen. Ich empfange mein Erbe in Freude, Friede und Dankbarkeit. Ich erkenne meine Prägungen und Ahnenansprüche und löse sie in Großmut auf. Mal durchatmen. Ich erkenne unbewusste Ursachen, sodass meine Energie und Leistungskraft, die in alten und unabgeschlossenen Angelegenheiten gebunden war, jetzt frei werden kann und mir ab sofort in vollem Umfang zur Verfügung steht. Und mal tief durchatmen. Bin mir bewusst, ich erkenne, kläre und löse alles auf, alle alten Probleme und Angelegenheiten aus nicht eingehaltenen Vereinbarungen. Sie sind jetzt aufgelöst. Tief durchatmen. Alle Herausforderungen, die mit diesem Thema verbunden waren oder zusammenhängen, sind in optimaler Weise geklärt
und aufgelöst. Alle Herausforderungen, die mit diesem Thema verbunden waren oder zusammenhängen, sind in optimaler Weise jetzt aufgelöst. Tief durchatmen. Ich lebe bewusst und bin mir meiner wahren Absicht vollkommen bewusst. Alle alten Leidensmuster sind jetzt völlig aufgelöst, sodass Freude in vollem Umfang in mein Leben zieht. Ich bin Freude, ich bin Gesundheit, ich bin Glück. Ich bin Freude, ich bin Gesundheit, ich bin Glück. Ich bin Liebe. Ich bin Licht. Ich bin Energie. Tief durchatmen. Ich heiße mein neues Körpergefühl, mein neues Bewusstsein jetzt herzlich willkommen. Ich danke für die Möglichkeit, mir selbst näher zu kommen und ganz nah zu sein. Ich bin mit all meiner Energie und mit all meinen Informationen jetzt in meinem Körper und an meinem Platz. Das Verhältnis zwischen Abgrenzung und Teamgeist ist optimal. Ich erkenne unbewusste Ursachen, sodass alle Bewertungen von mir fallen, sodass ich vollkommen frei fühle und handele, ohne Bewertung. Mal tief durchatmen. Vielleicht magst du nochmal deinen Brustkorb streicheln. Ich bin mir selbst und meinen Mitmenschen gegenüber wertfrei. Ich bin mir selbst und meinen Mitmenschen gegenüber wertfrei. Ich lasse die Fülle des Lebens zu. Ich lasse die Fülle meines Lebens zu. Auf allen Ebenen meines Seins. Ich lasse die Fülle des Lebens auf allen Ebenen meines Seins zu. Mein Atem ist vollkommen frei. Meine Gefühle fließen vollkommen frei. Ich bin frei. Ich bin Freiheit. Ich atme vollkommen befreit und kraftvoll. Tief durchatmen, so wie es dir angenehm ist. Ich lasse alles, was meine Gefühle unterdrückt, los. Sodass meine Gefühle vollkommen frei sind. Meine Gefühle fließen vollkommen frei. Ich atme optimal ein und aus. Ich nehme die Energie des Atems in mich auf. Mach das einmal bewusst, atme entspannt ein und aus. Lass die Energie des Atems in dich hineinfließen. Ich lasse Altes aus mir herausfließen. Mein Atem ist in optimaler Energie. Ich atme völlig frei, ruhig und entspannt, gelassen. Ich atme völlig frei, ruhig und entspannt, gelassen. Geh nochmal in deine Atmung. Was immer nötig ist, mein Atem verändert es zu meinem Wohl. Ich atme
immer in optimaler Weise für meinen Körper, für meine Seele und meinen Geist. Ich lebe meine Gefühle aus, zu meinem Wohl und zum Wohle aller. Meine Gefühle sind dabei vollkommen frei. Ich danke, dass ich aus alten Angelegenheiten lerne und gelernt habe. Tief durchatmen. Ich harmonisiere all meine Gefühle. Ich vergebe mir selbst. Ich bin in absoluter Selbstliebe zu mir. Und ich unternehme alles Erforderliche, um vollkommen frei zu sein. Ich bin frei, alles ist bereinigt. Wieder tief durchatmen. Alle vergangenen Gefühle, wo auch immer sie sich gezeigt haben, sind bereinigt. Ich bin vollkommen frei. Ich erfahre sanfte Harmonisierung auf allen Ebenen meines Seins. Ich bin vollkommen gesund an Körper, Geist und Seele. Ich erfahre Harmonisierung auf allen Ebenen meines Seins. Ich bin vollkommen gesund an Körper, Geist und Seele. Ich optimiere das Verhältnis zwischen Abgrenzung und Teamgeist. Ich erkenne, dass die Probleme anderer Menschen nicht meine Probleme sind, sodass ich nicht davon überschwemmt werde. Ich bin erfüllt von Liebe, von Energie, von Frieden, von Ganzheit. Ich bin Liebe und Frieden in Aktion. Tief durchatmen. Ich erfahre sanfte und zeitpunktgerechte Harmonisierung für meine körperliche und seelische Gesundheit. Ich erfahre sanfte, zeitpunktgerechte und regelgerechte Harmonisierung für meine körperliche und seelische Gesundheit. Atmen. Ich empfange mein Erbe in Freude, Friede und Dankbarkeit. Ich empfange mein Erbe in Freude, Liebe und Dankbarkeit. Alle alten Prägungen und Ahnenansprüche sind zum Wohle aller und zu meinem Wohl vollkommen aufgelöst. Alle alten Verträge und Vereinbarungen sind vollkommen geklärt und aufgelöst. Alle alten Verträge und Vereinbarungen sind vollkommen geklärt und aufgelöst. Alle Prägungen und Ahnenansprüche sind bewusst erkannt und vollkommen aufgelöst zum Wohle aller und zu meinem Wohle. Ich empfange mein Erbe in Freude, Friede und Dankbarkeit. Ich empfange mein Erbe in Freude, Friede und Dankbarkeit. Es fließt Friede, Freude, Liebe und Dankbarkeit durch mein Ahnenfeld. Es fließt Freude, Friede und Dankbarkeit
durch mein Ahnenfeld. Und leg mal deine Hand oder beide Hände auf dein Herz, atme tief ein, tief aus, so wie es für dich angenehm ist. Erinnere dich an deinen Atem, der genau so, wie es für dich jetzt gut und richtig ist, all die neuen Energien in dein Feld zieht, in deinen Körper. Mit jeder Ausatmung loslässt, was gehen darf, will und kann. Und wenn du magst, beobachte einfach mal, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Und es kann gut sein, und so leite ich jetzt zu wahrscheinlich auftretenden Fragen über, es kann sehr gut sein, dass du Reaktionen spürst, dass in deinem Körper Stellen aktiv werden, die mal verletzt waren, eine Enge auftritt, eine Unruhe, Herzrasen, vielleicht Kälte. All das sind wertvolle Reaktionen, die du ja aus der Klopfakupressur schon kennst und mit denen du gerne auch arbeiten kannst in der Folge dieser positiven Klopfrunde. Dass du zwischendurch, vielleicht wenn es sehr stark ist, auch während dieser positiven Runde für dich einfügst, alle Reaktionen, die jetzt da sind, nehme ich dankbar an, zeigen eine Veränderung. Es bedeutet immer eine Veränderung, wenn eine Reaktion da ist. Oder du könntest, während du klopfst und die positiven Affirmationen sprichst und merkst, dass dein Körper gerade stark reagiert, noch zusätzlich mit deinen Augen, ohne den Kopf groß zu verändern, ein bisschen nach oben schaust und ganz schnell, während du klopfst und sprichst, die Augen hin und her bewegst. Das ist eine echte Herausforderung, weil unser Gehirn eigentlich nur in der Lage ist, sich wirklich auf eine Sache gut zu konzentrieren. Und mit Klopfen und Sprechen sind wir im Grunde schon an unserer Leistungsgrenze. Und trotzdem versuch das mal, gerade an den Punkten, wo du spürst, da gibt es starke Zweifel in dir. Auch so gedankliche Zweifel, stimmt das, ist doch gar nicht so und so weiter. Eine andere Frage, die aufkommen kann, ist, dass du dich fragst, wie kann da ich formulieren, ich bin gesund, obwohl du noch gar nicht gesund bist. Sprich, diese Formulierungen in der Gegenwart, die einen Zustand beschreiben, der für dich im Moment aber noch in der Zukunft liegt. Das hat etwas damit zu tun, dass wir auf der einen Seite dadurch im positiven Sinne manifestieren. Das heißt, wenn wir so tun, als wäre etwas schon eingetreten, was in der Zukunft liegt, geben wir unserem Körper und unserem kompletten System eine Information an die Hand, in welche Richtung es sich eindeutig bewegen soll. Gleichzeitig erleben wir aber auch, wo vielleicht noch unbewusste Knoten und Veränderungen sind, Veränderungspotenzial, sprich, wo gibt es vielleicht noch Glaubenssätze, Gedanken, Schmerzen, Gefühle, die mit diesem Ziel in einer Weise verbunden sind, die uns daran hindern, an dieses Ziel zu kommen. Also beispielsweise, wenn du sagst, ich bin gesund an Körper und Geist und Seele, mir geht es gut und sofort kommt ein Gedanke und sagt, das stimmt aber nicht, weil das und das und das ist auch noch da, dann nimmst du das wieder auf und sagst, auch wenn ein Teil von mir der Überzeugung ist, dass das und das mir im Wege steht, bin ich auf dem Weg dahin. Du brauchst immer wieder diese Stimulanz, da zu erkennen, wo ist eben ein blockierender Moment oder wo ist etwas noch im Argen und gleichzeitig diese Ausrichtung, da so ganz sanft in deinen Schritten drüber hinwegzugehen, also darüber hinwegzukommen. Wenn du weitere Fragen hast, die im Zusammenhang mit den Affirmationen, dem positiven Klopfen, deinen Ahnen oder wie auch immer im Zusammenhang stehen, schreib sie mir gerne als Kommentar unter dieses Video. Ansonsten wünsche ich dir, dass du jetzt erstmal für deine Ahnen und für dich eine gute Allerheiligen verlebst, einen guten November. Nutz dieses Video ruhig, auch im November in den dunklen Tagen immer wieder in diese Verbindung zu gehen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Namaste, deine Tina von tina-husemann.de.